Er kriegt einen richtig schönen Grabstein jetzt. Vom Feinsten, ja. So. Du kriegst hier echt einen ganz schönen Grabstein. Und guten Tag wünsche ich euch und willkommen zur nächsten Ungeschlagen-Challenge. Heute mit der Challenge von Sklyde. Er schreibt: Spiel eine Runde Ender Games und für jeden Gegner, den du killst, musst du einen Grabstein errichten. Auf dem Grabstein soll ein Schild stehen mit dem Namen des Toten. Ja, das wird eine verdammt harte Challenge, weil ich muss erstmal die Materialien zusammensuchen, um Grabsteine zu bauen. Das dauert am Anfang also lange, es wird mir also einen Nachteil geben. Dann, nachdem ich jemanden getötet habe, einen Grabstein zu bauen, statt wegzulaufen oder den nächsten zu töten, wird auf jeden Fall hart. Und es wird eine kreative Challenge, deswegen mache ich die auch gerne. Also jemanden einfach zu töten und dann irgendwie stehen zu bleiben oder irgendwie so ein Kack oder dann sowas ist halt nicht einfallsreich, aber so einen Grabstein zu bauen, das ist auf jeden Fall eine coole Challenge. Deswegen habe ich da auch Bock drauf. Ich möchte gerne Grabsteine bauen für Leute. Ja, ihr habt mich erwischt. Ich bin ein leidenschaftlicher Grabsteinbauer. Oh, da ist eine Truhe. Nein, er wird zur Truhe laufen, oder? Nee, er hat die übersehen. Nein, doch. Ah, ich habe ein Leder geklaut. Okay. Da oben ist eine Truhe auf dem Sandberg drauf. Oh, da sind mehrere Truhen auf dem Sandberg drauf. Da versuchen wir jetzt hochzukommen, Leute. Hätte ich jetzt eine Enderperle, das wäre natürlich richtig nice. Aber haben wir nicht. Deswegen versuchen wir jetzt so schnell wie möglich zu Fuß hochzukommen. Bam, 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 bam. Nein, jetzt nicht. Nee, die kann ja gar nicht sein, sonst wären die Truhen ja nicht da. Okay, schon mal eine Truhe. Nochmal drei Eisen und eine Enderperle. Sehr gut. Wo ist die andere Truhe? Ist die weg? Ja, die andere Truhe ist scheinbar weg. Okay, auch nicht schlecht. Dann hole ich mir jetzt erstmal Holz. So. Aber jetzt ganz schnell, Leute. Okay, wir brauchen jetzt nicht nur unsere Ausrüstung, sondern wir müssen auch noch Grabsteine bauen. Und deswegen müssen wir uns noch Materialien dafür zusammensammeln. Das wird eine verdammt harte Challenge. Ich sag's euch jetzt schon, es wird eine verdammt harte Challenge. Und da geht die Schutzzeit schon los. Ist die Schutzzeit schon vorbei. Und wir haben ein Eisenschwert. Ja, was? Da ist eine Truhe. Nee, ist keine Truhe. Okay, Leute. Ich versuche einfach jetzt erstmal so viel Holz zu sammeln wie möglich. Denn mit Holz können wir halt erstmal schon Schilder bauen. Und wir können erstmal einfache Holzgräber bauen, solange wir noch keinen Stein haben. Aber ich würde auf jeden Fall gerne später auch ein Steingrab machen. So ein richtig schönes Steingrab. Ja, das wäre auf jeden Fall cool. So. 57 Blöcke. Läuft alles noch. Oh nein, ist mein ganzes Holz weg. Das kann doch nicht sein. Ne, ich habe noch 9 Holz. Okay. Okay, einen von denen werde ich töten, weil ich habe keinen Bock, 2 Gräber zu bauen. Deswegen soll einer sich selbst von denen töten. Töte du erst den einen. Okay. Ich töte. Ne, ich will keinen töten. Ich will nicht mehrere Grabsteine bauen. Okay, einen habe ich getötet. Ich muss einen Grabstein. Oh Gott, da kommt immer mehr. Okay, ich töte einfach 3. Muss 3 Grabsteine bauen. Okay, YOLO. Jetzt habe ich die Arschkarte. Jetzt muss ich 3 Grabsteine bauen. Okay, erstmal 1, 2, 3. Einmal für dich. Einmal für dich. Und einmal für dich ein ganz großes. Hier. Läuft bei dir. Okay, scheiße, Leute. Das ist jetzt natürlich. Wir müssen noch unbedingt Schilder dran machen. Aber wir werden wahrscheinlich jetzt gleich geportet. So wie ich Endergames kenne. Deswegen müssen wir auf diesen Ort irgendwie zurückkommen. Werden wir schon irgendwie schaffen. Okay. Oh Gott, Leute. Da haben wir 3 Holzgräber gebaut. Hat schon jemand ein Dierschwert? Nee. Okay. Ich muss den ganzen Crap hier mal wegwerfen. Okay. Nein. Sind wir von unserem Ort weg. Egal, wir haben die Grabsteine auf jeden Fall schon mal gebaut. Was soll ich machen? Da waren 3 Leute. Ich muss versuchen, die wiederzufinden. Die Leute denken es auch, wenn die die finden. Oh, was ist da los? Ich muss die Grabsteine wiederfinden und muss herausfinden, wie die Leute heißen. Scheiße, ich muss erstmal mir aufschreiben, wie die Leute überhaupt heißen. Ach Gott, der Chat wird gleich weg sein. Ich darf nicht so oft tracken jetzt. Scheiße. Kacke. Hätte ich mir die Koordinaten einfach bemerkt. Oh nein. Erzählt das als Grabstein, Leute. Könnt ihr mir verzeihen, dass ich da keinen Namen drauf geschrieben habe? Ich hätte gerne einen Namen drauf geschrieben, aber es waren einfach 3 Leute. Was soll ich hier machen? 35 Blöcke. Jetzt kommt der nächste. Okay, will auch noch einen Grabstein haben. Du möchtest einen Grabstein. Oh, danke für das Dia-Schwert übrigens. Okay, das war natürlich auch nochmal knapp. Wir müssen jetzt ganz schnell einen Grabstein bauen, bevor es zu spät ist. Ganz schnell. Ich habe leider nur Holz. Grabsteine, momentan.
Da kommt einer. Nein, wir wollten nur einen Grabstein bauen, Leute. Wir wollten nur einen Grabstein bauen. Okay, das, also das mit dem Namen noch draufschreiben, stellt sich als schwieriger raus, als ich dachte. Okay, okay, schon wieder nicht geschafft, einen Grabstein. Alter, Leute, ich möchte diese Grabsteine noch beschriften. Könnt ihr mich bitte diese Grabsteine beschriften lassen? Das wäre, ich wäre euch wirklich sehr dankbar, wirklich, wirklich. Okay, scheiße, Leute, wie ihr schon seht, einen Grabstein zu bauen ist schon, wie man sieht, kann schwierig sein. Gib mir mal hier eine Verzauberung auf der Rüstung. Oh, Haltbarkeit und Schusssicher. Ja, danke schön. Ist okay. So. Okay. Haben wir mittlerweile? Nein. Wir haben mittlerweile keine Schilder. Haben wir Schilder? Nein. So. Jetzt habe ich 6 Schilder. Okay? Jetzt habe ich wenigstens schon mal Schilder. Was, wie soll ich das denn machen? Wie soll ich den Grabsteine beschriften, wenn ich nicht dazu komme von Ender Games aus? Leute, ich habe euch jetzt schon Grabsteine gebaut, aber... Okay. Vielleicht finde ich die irgendwie wieder. Vielleicht finde ich die irgendwann... Irgendwo noch. Da sind die ersten Grabsteine! Die ersten Grabsteine! Okay, ich hab die Namen nicht mehr. Ich weiß nicht, ob man die Namen noch nachgucken kann. Nee, kann man nicht mehr, glaube ich. Nee. Okay, dann nenne ich jetzt... Du heißt jetzt... Kill 1. Ja? Du heißt jetzt... Kill 2. Und du heißt jetzt... Kill 3. Ihr habt jetzt einen neuen Namen bekommen. Du warst mein erster Kill, du warst mein zweiter. Okay, jetzt muss ich nur einen beschriften, nur noch. Das ist doch schon mal cool. Ich hab die Grabsteine wieder gefunden. Alter, ich muss jetzt, ich hätte gerne noch Steine, damit ich dann, hier, Steingrab machen kann. Deswegen mache ich mir jetzt ein paar Steinwerkzeuge, um Steine abzubauen. Und, ja. So, jetzt holen wir erstmal Steine, ne, Leute. Jetzt holen wir erstmal Steine. Wir wollen nämlich schöne Gräber machen. Wir wollen schöne... Danke. Danke, danke. Und vielen Dank. Okay. Okay, ist schon mal Stein. Ist schon mal okay. Ja? So, da kommt der Gegner auch schon irgendwo von da angelaufen jetzt. Und den geben wir heute ein schönes Steingrab, ja? Den geben wir jetzt ein richtig schönes Steingrab. Oh, durch den Baum durch noch getroffen. Das war ein richtig schöner Schuss. Der war auch schön. Was ist das für ein Kit? Geh zu den Gräbern. Bleib von meinen Gräbern vorn. Und nochmal getroffen. Krass, der hat echt gut kassiert, der Junge. Den hol ich mir mal eben. Jetzt hat nicht, er wurde geportet. Jetzt ist der im Wasser. Oh, wir beiden wurden geportet. Ja, geil. Sehr cool. Und jetzt habe ich genug Zeit, einen Grabstein zu bauen. Ach, ist das nicht schön. Ist das nicht schön. Aber auf Stein ist es ja auch ein bisschen blöd. Oh, ne, hier ist nicht nur Stein. Hier ist auch Erde. Dann würde ich sagen, baue ich seinen Grabstein hier so hin. Am Fuß des Berges, Leute. So. Ihr kriegt einen richtig schönen Grabstein jetzt. Vom Feinsten, ja. So. Du kriegst hier echt einen ganz, ganz schönen Grabstein. Wie hieß er? Let's Glade. Du bist der Erste, der wirklich seinen Namen aufs Grabstein bekommen hat. Ey, herzlichen Glückwunsch, mein Freund. Herzlichen Glückwunsch. Ich zünde dir sogar noch ein Feuerchen, eine Kerze zünde ich dir sogar noch an. Ja? Oh, guck mal. Nee, das ist zu viel. Das ist zu viel des Guten. Eine Kerze ist okay. Nee, das ist zu viel des Guten. Nee. Kerze, nee, muss nicht sein. Blumen würde ich noch gerne bringen. Noch so einen kleinen Baum? Naja, guck mal. Och, ist das nicht schön. Hier so eine Blume, die bringe ich dir an dein Grab. Der Baum ist nicht so schön. Hier lebt. Oh, ist das nicht toll. Du hast aber auch ein schönes Grab. Let's Glade. Du hast aber auch echt. Du hast aber auch Glück, dass du gestorben bist. Verdammter Hund. Ich wäre auch so gern gestorben. Hoffentlich baut mir auch immer jemand so ein schönes Grab. Das wäre toll. Jemand schreibt im Chat: Let's Glade. Okay. Da vorne ist einer mit einem verzauberten Diaschwert. Der aber von mir schon richtig gut Schüsse kassiert hat. Deswegen würde ich einfach mal sagen, holen wir uns den jetzt mal und dann bauen wir auch einen ganz schönen Grabstein, oder? Ja, auch er ist Bomber. Er ist Bomber, der kleine Schlawinski. Oh, da auf einmal kommt ein anderer. Auf einmal kommt dann anderer vorbei. Ein Känguru auch noch.
Ein Kengo auch noch. Ja, krass. Krasser Typ. Okay. Krasser Typ. Aber. Krasser Typ. Ich würde mir ganz kurz noch deine Sachen nehmen. Bevor ich mir jetzt hier so ein. Bevor ich jetzt hier so ein. Nein! Meine, die ganzen Sachen. Egal, ich baue jetzt erstmal hier ein Grab. Weil. Bevor es jetzt untergeht. Wie hieß er? Er hieß. Giant Luca Lee. Okay, den Namen kann ich mir gar nicht merken. Hoppala. Der kriegt nur ein kleines Grab. Giant Luca Lee? So? Ja, ist gut. Du hast ein schönes Grab, Giant Luca Lee. Du hast, das ist auch schön. Man muss immer so ein großes, protziges Grab haben, wirklich. Okay. Ach, Leute, das ist echt schon ein bisschen stressig hier, die ganze Aktion. Und vor allem diese ganze Dia-Rüstung, die der Typ jetzt hatte, die hat jetzt jemand anders bekommen. Was ich echt überhaupt nicht feier. Also, das habe ich mir jetzt verdient und jetzt hat die jemand anders bekommen. Oh, da ist eine Werkbank. Wenn ich jetzt schaffe, mir schnell noch eine Dia-Brust zu machen. Wobei, ich habe eine verzauerte Rüstung, deswegen mache ich mir lieber eine Dia-Hose. Habe ich jetzt eine Enderperle weggeworfen, ich Idiot. Der Typ ist da. Da ist der nächste Typ. Bitte bleib stehen. Ich will dir nur einen schönen Grabstein bauen. Ich will dir nur was Gutes tun. Du hast Dia-Schuhe? Die hätte ich eigentlich auch gerne, ja. Okay. Jetzt ganz schnell einen Grabstein bauen. Einen ganz, ganz schnellen Grabstein. Komm her, du kriegst den Holzgrab. Wie hieß du? Let's Glade? Kann doch gar nicht sein. Wie heiß ich eigentlich? Hä? Ich dachte Let's Glade. Oh Gott. Ich habe eben einen falschen beerdigt. Mann, meine ganzen Schilder sind weg. Nein. Ich habe eben jemanden falsch beerdigt, weil ich mich vertan habe. Das war eben war gar nicht Let's Glade, den wir beerdigt haben. Scheiße. Das war jemand anders. Ich habe Let's Glade schon beerdigt. Ich habe letztlich schon beerdigt, bevor er tot war. Okay. Ja, Leute, ich gebe mein Bestes. Es ist einfach eine verdammt schwere Challenge, wenn man immer reportet wird, wenn man einen Grabstein bauen will. Was soll man da machen, ne? Das frage ich mich. Ich habe jetzt keine Schilder mehr, ne? Oh, Mann. Dann muss ich mir neue Schilder bauen. Ich brauche gar nicht mehr. Ich brauche gar nicht mehr als drei Schilder. Es leben, glaube ich, nicht mehr als drei, oder? Ja, es lebt noch einer. Gut. Den machen wir noch ein Schild. Gleich am Ende. Den machen wir noch ein Schild. So. Okay, mein Freund. Ich mach dich fertig. Stirb. Okay. Ihr macht mich fertig. Wenn du mich fertig machst, falls du mich tötest, bitte bau mir ein Grab. Bitte, bitte. Okay. Ich droppe Schilder. Beschrifte das dann. Okay. Also gib alles. Okay. Wenn er mich tötet, dann soll er mir bitte noch ein Grab bauen. Das will ich dann unbedingt sehen. Also ich finde das eigentlich, wenn ich das eigentlich gar nicht so schlimm, wenn ich verlieren würde. Versuche ich. Ich bin schlecht. Okay. Aber ich bin auch manchmal schlecht, weil ich manchmal echt ein verplanter Trottel bin. Was alles angeht so. Deswegen. Oh. Meine Schaufel. Gib sie wieder her. Noch 9 Pfeile. Oh, das ist natürlich nicht so gut. Habe ich noch Steine? Ne, ich habe nicht mehr so viele Steine. Ich würde sagen, ich mache mir noch mal. Ich würde im letzten würde ich gerne ein großes Steingrab machen, ja? Guck mir ein paar Steine, Leute. Ich über Steine. Sehr gut. Okay. Jetzt noch eine Schaufel, dann können wir sein Grab aushöhlen. Okay. Er hat aber auf jeden Fall die dicke Rüstung von dem einen Typ eben bekommen. Deswegen sind wir auf jeden Fall vorsichtig. Oh, er hat eine Dia-Rüstung, ja. Müssen wir aufpassen. Und wir haben nur 9 Pfeile, deswegen würde ich jetzt nicht unbedingt alles auf den Pfeilkampf auslegen. Ein paar gezielte Schüsse müssen sein. Unser letzter Pfeil in den Kopf. Und ja, er hat nichts. Okay, gut. GG. Ich würde jetzt gerne GG schreiben, aber ich muss dich leider zuerst begraben. Ganz schnell. Ganz schnell. Oh, ich habe noch ein Kreuz gemacht. GG. Ich habe noch ein Kreuz gemacht. Okay. Ich habe noch ein Kreuz gemacht.
Ich habe noch ein Kreuz gemacht, ups. Ich habe noch ein Kreuz gemacht, aber ich hatte, also, okay Leute, also erstmal jetzt als Resümee für diese Challenge. Es war super stressig, ja? Ich gehe mal in die, kann ich in die Premium-Lobby? In Lobby 1? In Lobby, in die Premium-Lobby? Hallo, okay. Es war einfach wirklich echt eine super stressige Challenge, die ganze Zeit Grabsteine zu bauen. Hat aber echt viel Spaß gemacht. Ich habe es leider nicht geschafft, auf jeden Grabstein ein Namensschild zu setzen. Ihr könnt mal in die Kommentare schreiben, ob es trotzdem zählt. Zählt es trotzdem? Ich habe jetzt nicht geschafft, für jeden ein Namensschild zu setzen. Ich habe aber wirklich in der Zeit, die ich hatte, versucht, alles zu geben. Ich habe die guten Items liegen gelassen. Ich habe immer erst das Grab, den Grab gebaut und so. Und ja. Also falls ihr denkt, die Challenge habe ich gut gemacht, obwohl ich es nicht geschafft habe, auf jeden Grabstein ein Schild zu legen, weil es einfach bei Endergames echt nicht möglich ist in der Zeit, dann würde ich mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr in die Kommentare schreibt, bestanden, oder wenn es euch gefallen hat, schreibt auf jeden Fall, ob sie euch gefallen hat. Ich finde solche kreativen Challenges auf jeden Fall sehr, sehr cool. Ja, und wenn euch die Runde wirklich gut gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall eine Bewertung da, würde ich mich riesig freuen. Und dann sehen wir uns später. Haut rein, Leute, und ciao!